Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie entsteht ein Luki-Video, beziehungsweise wie bearbeite ich meine Videos? Das in diesem Video. Es gehen erneute Grüße raus, und zwar an Niklas Hummel. Grüße gehen raus mal wieder. Wenn ihr auch gegrüßt haben wollt, schreibt mir es gerne in die Kommentare, weil ich dies gern tun. Und jetzt springen wir zum PC rüber. Ich gehe ans Mikrofon. Und dann zeige ich euch alles. So, jetzt in meinem Schnittprogramm angekommen, werden wir erstmal am Anfang des Videos die Videoteile rausschneiden, wo ich gar nichts gesprochen habe oder wo ich mich vielleicht versprochen habe. Das wird dann erstmal alles ausgecuttet. Anschließend wird dann die passende Musik für die jeweilige Szene rausgesucht. Das kann dann unter Umständen auch schon mal ein bisschen dauern. So, wenn die passende Musik dann gefunden ist, wird die ins Video eingefügt. Das Ganze läuft dann so ab, dass ich erstmal gucke bzw. teste, wo der Track gut reinpassen könnte. Und ja, in dem Fall zu dieser Stelle passt er nicht. Und deswegen bin ich da in meinen Musikordner gegangen und habe ganz schnell ein anderes Lied ausgesucht. Aber der Trap-Beat wird ja natürlich später trotzdem noch verwendet. So, hier wird dann jetzt auch nochmal drüber geguckt. Wird geguckt, ob ich aus Versehen irgendwas weggeschnitten habe. Und nochmal kontrolliert, ob alles auch zu der Musik gut zusammenpasst. Manchmal baue ich dann in die Clips auch so verschiedene Geschwindigkeiten ein und manchmal mache ich auch so kleine Reinzoom-Effekte. Dann lege ich auf das ganze Video noch eine sogenannte Einstellungsebene drauf, wo ich dann nochmal für alle Videos gleichzeitig ein Color Grading machen kann. Das wird dann alles nochmal gut gesättigt und alles sowas. Dann gucke ich mir das Video nochmal im Großen und Ganzen an, um nochmal zu gucken, ob ich alles richtig gemacht habe und dass keine Schnittfehler drin sind und dass auch natürlich alles gut aussieht. Und dann kann es rausgerendert werden und für euch geuploadet werden. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr wisst Bescheid. Einen Daumen nach oben, abonnieren, kommentieren. Dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal und tschüss.